Rhein-Ruhr-Gebiet, Deutschland, Frühjahr 1945. Als ich ein Kind war, wurde eine Gruppe von Jungs im Dorfladen beim Klauen erwischt. Mein Vater war außer sich, als er davon erfuhr. Aber ich hab doch gar nichts gestohlen. Vielleicht, sagte er. Des Tigerpanzers 237. Und ich war dort. Der letzte Tiger. Und damit willkommen wahrscheinlich zur vorletzten Folge von Battlefield 5. Nachschub kriegen und einen neuen Funker. Das wäre gelogen, Kerz. Ich lüge niemals, das wissen Sie. Das ist sehr anständig von Ihnen, Kommandant. Tja. Kommandanten können sich's eben im Gegensatz zu fahren nicht leisten, jeden Mist auszusprechen, der in den Sinn kommt, Schröder. Ja, Kommandant. Auf Ihre Position. Muss der dir eigentlich die ganze Zeit hinterherlaufen wie ein Streuner und? Er ist noch ein Kind. Dann hast du mir bestimmt die Parteilinie erklärt. Ich habe ihn nur daran erinnert, wer wir sind, Kerz. Vertrau auf unsere Stärke. Vertrau auf Deutschland. Vertrau auf uns. Halt! Kerz, los geht's! Warum sprengen wir nicht einfach die Brücke und halten die Amis auf der anderen Seite? Weil wir uns nicht zurückziehen. Wir rücken vor. Feiglinge. Gemeinsam sind wir stärker, vergessen Sie das nicht. Jawohl, Kommandant.
rechts, nach rechts. Wir müssen sie flankieren. Jawohl, Kommandant. Sie scheinen sich schnell zu nähern, Kommandant. Sie beide halten die Augen offen, damit uns das nicht auch passiert. Geladen und bereit. Gemacht, hä?
erledigt. Rücken jetzt zum Ziel vor. Da ist die Artillerie. Auf damit! Wir haben hier eine Menge Gegner, Kommandant. Gnade ist Schwäche. Ich werde meine Mutter stolz machen. Awesome. Verdammt! Vorrücken und Feuer erwidern! Artilleriestellung zerstört. Jetzt auf die andere. Das war die letzte Artilleriestellung. Erwischt! Gamer war zwischendrin. Wie kommen Sie voran, Kerz? Nur eine Sekunde! Oder ist ja noch einer. Da ist ein Fahrzeug! Wir leiden Schaden! In dem Gebäude! Scheiße, das ist nicht gut! Geschafft! Das war der letzte. Wir haben es geschafft! Mein Gott, ich kann nicht! Das war verdammt knapp! Wer schreibt denn jetzt? Mann. Langsam, Kerz. Nicht so dicht an die Mauer. Das Ziel ist erledigt. Okay. Das ist ein Hinterhalt. Schröder! Volltreffer! Wir haben es geschafft! Die Bastarde sind verrückt! Sie haben keine Chance gegen Tiger!
nur sterben. Das sind einfach zu viele. Beruhig dich, Mann. Kommt nochmal. Ruhe! Alle! Halten Sie den Mund. Wir sind gleich an der Brücke. Machen wir einfach unsere Arbeit. Sie weiter, Kerz. Beeilung, Kerz. Komm schon, Stefan, reiß dich zusammen. Bericht. Hier werden wir uns nicht lange halten können. Jemand muss da raus, uns einen Weg suchen. Schicken Sie Hartmann. Wovon zur Hölle reden Sie da? Der Mann ist nicht in der Verfassung. Vertrauen Sie auf unsere Stärke. Das waren doch Ihre Worte, oder? Keine Schwäche, keine Sentimentalitäten. Oh, Herrgott, nochmal. Sie sind zu wichtig. Das können wir nicht riskieren. Und ich bediene das Geschütz. Dann mache ich das eben. Nein, Sie müssen fahren. Aber Hartmann, der ist doch eh eingeschlagen. Austauschbar. Austauschbar. Hartmann! Ja? Steigen Sie aus dem Panzer. Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie. Ach Gott, nochmal, Müller, nein, der Mann ist nicht in der Verfassung!
Bitte, Peter. Ich kann wirklich... Raus aus dem Panzer, Hartmann. Ich möchte, dass Sie Ihre Pflicht tun. Und das gilt für jeden hier. Weg. Wo ist Hauptmann? Wo ist der hin? Der desertiert. Das wissen Sie doch gar nicht. Ruhe! Hören Sie das? Bewegung auf 9 Uhr. Und auf 12 Uhr. Wir können doch Hartmann nicht hier lassen! Raus, los! Wirklich. Aber an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir einen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Denke ich mal. Mal sehen, wie weit das jetzt noch geht. Hat man ja schon mal so zwischendrin gehabt. Ja. Also, ciao.